Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Urago und diese Therapie hier ist Gossenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und sind hier bei der APR und suchen mal nach einer neuen Aufgabe. Wollt ihr einen Job? Wir hätten einen. Schön. Sagen Sie es ihm. Genau, sag's mir. Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Dass die UFLL unsere Nachbarn im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Das ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Alle klar. Ohne Züge keine Medikamente. Wie schade. Okay, Alter. Bezahlung? Es ist ganz einfach. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgaswaggons. Naja. 15, ich weiß, keine Unterstützung, bla bla. Das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. All klar, oh, wir hören hier erstmal den Grenzspruch. Oh Gott, ist das hier eine Puffbeleuchtung. So, wir brauchen was mit Sprengstoff. Da fällt mir nur eins, was wir an Sprengstoff momentan haben. Hallo? Der Sprengsatz. Okay, da müssen wir hin, da noch ein Waffenladen. Ich würde sagen, fahren wir da sportlich hin, gehen beim Waffenladen vorbei und. Okay, wer ruft uns jetzt an? Ich muss mit dir reden. Wir treffen uns östlich des Bahnhofs. Östlich des Bahnhofs? Dann gehen wir da mal spontan hin. Östlich des Bahnhofs klingt super. Östlich des Bahnhofs. Das heißt jetzt, dass die andere Uschi jetzt uns jetzt unterstützt. Ja, die Frage ist, kann die eigentlich auch sterben? Ich weiß das gar nicht. So, also Plan ist da, wir fahren zum Bahnhof, ein bisschen Tuff-Tuff fahren und ein bisschen was in die Luft jagen. Oh, heißt ja, schmort dich ja rum und das bedeutet auch halt. Ich hatte gerade noch einen Geistesblitz, aber habe ich gesagt, nee, doch nicht. Wir können ja auch mit dem Boot fahren. Wenn du mit dem Bus fahren könnt, wäre auch eine Variante. Aber scheiß auf Bus, wir wollen das alles selbst erleben. Vielleicht finden wir noch ein paar lustige Diamantenköfferchen. Aber erstmal glaube ich, finden wir da vorne ein lustiges Wachpösschen. Ja, einen lustigen Wachpösschen. Gibt es noch einen? Und da war das alles. Ich glaube, es müssen mal drei gewesen sein. Aber wusste ich, dass wir sind. Die Wusste. So, raus hier, raus. Kurze Deckung gehen ja. So, es röchle nicht rum, Alter, du hast es gewollt, so. Dann haben wir Benzin, ein Wasserfläschchen wäre auch gut, ein kleines Medikpäckchen wäre auch supi. Oh, da brauchen wir nichts. Alles klar. Habt ihr ein anderes Auto da, weil das habt ihr putte machen. Naja, aber bloß die Karre, auf die habe ich aber keinen Bock. So. Okay, haben wir auch hier wieder das Problem gelöst mit unserer Ratsche. Die ist ja fast wie der Zauberstab von Harry Potter. So, wo müssen wir denn nächstes lang? Das Schlachthaus. Ja, Schlachthaus immer mal die ganz harte Tour. Obwohl, warte mal, Schlachthaus fällt mir was ein. Wenn ich das. Ah, da waren wir ja schon gewesen im Schlachthaus. Das Schlachthaus haben wir ja schon aufgeräumt. Weil da gibt es nämlich auch einen Kameraden. Ja, röchelt und feuert ruhig. Ihr schießt eh scheiße. Bewegt die Ziele nicht eure Stärke, wenn man das so sieht. So. Dann fahren wir einmal hier hin. So, und jetzt ja umdrehen, ja rein. Ja. Super, Jungs. Fahren ist scheinbar ja auch nicht eure Stärke, so wie das ausschaut. Man sieht zwar die Bäume wackeln, aber die kommen nicht näher.
So. Guck nicht, dass sie durch das Gebüsch kommen hier. Das war... War der akustische Trefferanzeige. Oh, haben wir die Sache mal geklärt, ja. Okay. Seid ihr jetzt durch mit dem Lärm hier? Ah ja. Ah, habt ihr da doch mal euer Auto wieder ausgeparkt hier? Genau, peinlich praktischer bei Gelb fällt mir eh lieber. Aber war schon putzig, da war auch wieder was Buggy. Der kam auf einmal mit deutlich mehr Geschwindigkeit an. Der hat einen Turbolader drin. Nehmen wir auf alle Fälle mit das Fegelchen und ich hoffe mal, ein bisschen Ruhe versorgt, ja. So. Wobei die anderen Wagen sind auch alle immer so hübsch, aber leider haben die anderen einfach eine Waffe drauf. Das ist halt ein unschlagbarer Vorteil, muss man einfach mal so sagen. Oh. Ich muss mal gucken. Bahngleise lang. Ja, passt schon. Wir fahren die Bahngleise lang, dann nach oben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Einfach mal neu orientiert. Komisch. Der ist aber nicht so schnell, wie der andere gefahren ist. So. Aber mit dem Weg kommen wir vorne zu den Waffenladen vorbei. Da haben wir vielleicht die Möglichkeit, dann Sprengstoff zu bauen. Aber ich denke mal, zuerst soll man mit der Uschi da reden, mal sehen, was die zu erzählen hat, was die für geile Idee hat, wie wir das Problem hier angehen sollen. Ja, war jetzt nicht so der geplante Weg, aber am Ende zählt das Ergebnis. Oh. Hier blinkt es wieder. Das macht mich ja wieder stutzig. Wenn es blinkt, kann ich nicht aufhören. In diese Richtung. Ah, ich glaube, da war das Problem irgendwie da oben. Ist was. Dann gucken wir, müssen wir da mal hin. Ich glaube, da waren wir unter der Eisenbahnbrücke hier. Da war ja auch schon einiges von unter Brücken. Du willst mich ja verarschen hier. Kommst hier wieder nicht hoch. Alles klar. Oh, ich glaube hier irgendwo müsste der sein. Alles klar, diese Richtung und wieder weiter nach oben. Okay, man hat es ja noch nicht gehört mit Bling Bling. Von daher. Ah ja, da unten. Da liegt ja auch der Kamerad Schnürschuh schon rum. Die Frage, wie kommen wir da hin? Alles klar. So, sind wir auch da. Auf das Türchen. Diamant Nummer 48. Mann, sind wir gut. Und wie komme ich hier drunter, ohne mir einen Knochen Haxen zu brechen? So, da vorne steht schick geparkt unser Fahrzeug. So, und weiter geht's. Alles super hier. Schöne Landschaft, gegen und so. Oh, mal gucken, was hier jetzt noch entgegenkommt. Beziehungsweise ein schicker Außenposten. So, mein Freund. So, mal gucken, da mal hier alles geregelt ging, ja. Du fährst auch eine tolle Kelle, mein Freund, ja.
Okay. Also, die Flammen aus dem Kanönchen hier. Die haben sie aber nicht mitgenommen, wa? Man kann das hier auch folgend machen. Raufhalten. Ist zwar ein bisschen laut. Die Idee ist aber, wenn das Ding explodiert, haben wir Feuer. Wollen wir hier das Gestrüpp mal ein bisschen wegnehmen? Irgendwo da muss der Fahrer sitzen. Genau. Das war der Plan. Guck mal hin, noch einer. Das wäre die Krönung. Heißt aber für uns schnellst hier Fahrzeug. Natürlich die umständliche Variante. Rückzug. Weil wenn das Feuer sich auch ausbreitet, dann rumpst da gleich nochmal. Eine komische Highspeed-Autos haben wir auf einmal hier. Das ist auch lustig hier. Aber wo? Da wackelt da schon wieder ein Auto. Das ist ja der Hochverkehrs-Place hier. Ja, das brennt alles schön vor sich hin jetzt hier. Müssen wir unser Fahrzeug ein bisschen flicken? Nee. Wenn jetzt noch einer kommt, dann kriege ich den Hals. So. Hier können wir entspannt auch auf den Schienen parken. Weil das hat hier keine Konsequenzen. So, gucken wir uns nochmal hier um, wenn wir vielleicht was Brauchbares mitnehmen, wie zum Beispiel Medipack. Oh. Ja, meine Freundin. Hier sollten wir dafür auch, dass es da brennt. Ich finde die Feuernummer bei Far Cry 2 ist ja eigentlich das Geilste. Wieder so die ganze Savanne. Oh, Wachpost Nummer 25. Ja, wir dauern immer lange, aber Halbzeit. Okay, da ist ein bisschen grumst. Weiß gar nicht, wer dann war. Mal ein bisschen. Ich weiß, kannst du nicht lassen. Oh, guck mal hier rein. Es gibt hier noch. Ob schon wieder einer? Nein. Ich, das wäre gewesen. Okay, haben wir jetzt uns überall hier umgeschaut. Da können wir gleich weiterfahren. Wenn ich richtig Kopf habe, diese Richtung da. Ja, diese Richtung sieht super aus. Genau, einfach mal hier lang den Weg folgen, die schöne Landschaft folgen. Oder mal da einen Waffenhändler. Unter dem schicken Gebäude da drüben wartet unsere neue Verbündete oder beziehungsweise. Nein, da war kein Stein, das haben wir einfach ignoriert. So, mal gucken, was sie uns erzählt hat, wie ihr Alternativplan aussieht. Shalom, ich bin hier. Du machst was mit der APR. Ich könnte dir helfen, wenn du mir auch hilfst. Da ist eine Rinderfarm. Okay. 1/2 Kilometer östlich. Ein Funktionär der Front lebt da. Bring ihn um. Ein komplettes UFLL-Platoon sitzt in diesem Moment in einem Zug. Aber dieser Mistkerl auf der Farm hat ihnen befohlen zu warten. Er will sie verleihen, um sich was dazu zu verdienen. Alle? Wir müssen jetzt ausrücken. Okay. Es klappt nur, wenn du die Ratte auf der Farm tötest. Okay, da haben wir genug. Auch schönes Gewehrchen. Ist natürlich verlockend, statt der goldenen AK das Ding mitzunehmen. Ich würde sagen, machen wir folgendes. Wir wechseln mal die goldene AK hier rein. Weil die können wir nachkaufen, ja. Das Ding und nimm die dafür mit. So, raus ins Freie. Gucken wir mal das Ding hier an.
So, so stellen wir das doch super vor. Auch schönes Kanütchen. Aber ob das Kanütchen was taugt oder nicht, das werden wir heute nicht mehr fahren, denn das war's nämlich heute mit Let's Play Far Cry 2. Da geht's das nächste Mal weiter. Heute machen wir Feierabend, dann kommt nur noch eins. Und das ist die Endcard. Das hier am Ende, das ist die Endcard. Auch das Schicken gibt eine Videoempfehlung. Diesmal eine Jumbo-Ausgabe und zwar, wie das auch laufen kann. Hier habt ihr Ghostmaster. Eins der schlechtesten Spiele, was ich je auf dem Kanal hatte. Das war einfach grauenhaft. Dafür haben wir so nur eine Woche lang gespielt. Könnt ihr gerne mal reinschauen und sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr Bock auf mehr solche Sachen habt, schlechte Spiele, gute Spiele, interessante Spiele, dann abonniert den Kanal, werdet ein Teil der Gruppentherapie und verpasst keine weiteren Folgen mehr. Am Ende noch einen schnellen Kommentar geschrieben, warum ihr das toll findet. Einen Daumen nach oben. Macht die ganze Sache rund. Wenn nicht, einen Daumen unten ist auch okay. Denn ich bin Matt Gurago und sag's ja. Servus und Ade.